So, weiter geht's mit Pokémon Schild. Und wir machen heute weiter. Wir müssen nämlich noch einige Stadien retten. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Die fünfte Arena, glaube ich, war das. Das müsste jetzt die... fünfte Arena, was war denn das? Oh Gott. Hast du das? Eis? Fee? Doch, genau. Silchester. Also, Eis-Pokémon, klar. Die Frage ist, welches Pokémon erwartet uns jetzt? Auf jeden Fall, wie gesagt, ich vermute, dass es halt, wie gesagt, ein Eis-Pokémon sein wird. Das heißt, wechseln auf. Libero. Na dann, schauen wir mal, was uns hier jetzt erwartet. Das jetzt durchgesetzt bekommen. Ja, schon Mel. Jetzt raus, raus hier, ihr drei. Was? Soll das ein Witz sein? Wir sind hier, um dir zu helfen. Oh, hier ist das. Mir ist vor lauter Aufregung gar nicht aufgefallen. Nun, der Käfig ist. Kannst du dich entspannen? Fehlt dir Max Pokémon treiben mir gerade ihr Unwesen und ich grübel schon die ganze Zeit, wie ich mit ihm fertig werden soll. Mit zu vielen fähigen Trainern sollten wir das Kind schon irgendwie schaukeln können. Seid ihr bereit? Dann ich ziehe raus auf den Kampfplatz. Die Frage ist, wen kriegen wir jetzt als nächstes? Was steht hier? Okay. Geist. Geist. Feuer. Quatsch. Heiß-Pokémon. Wir müssen da alleine ran. Versuchen wir es mal. Sitzen. Gucken wir mal, was sind die? Dina Brand. Das ging dann verdammt. So. Puh, geht's allen gut? Puh, das war eine ganz schön knappe Sache. Aber mir geht's gut, ja. So ganz alleine mit einem Dynamax-Pokémon fertig zu werden, ist eben doch kein Kinderspiel. Dass man sich immer auf dich verlassen kann, wusste ich bereits. Aber du hast heute bewiesen, dass man sich auch auf dich bauen kann. Was? Wirklich? Ja, Hopp hört solche Komplimente wohl nicht oft. Das wird erklären, warum einfach mal ein bisschen für beiden Ohren grinst. So. Ach, so schön jetzt. Ich werde gut auf die Pokémon achtgeben. Ihr müsst euch also keine Sorgen um sie machen. Das reicht natürlich nicht aus, um dir für deine Mühen zu danken. Aber nimm bitte meine Ligakarte als kleine Geste meiner Dankbarkeit an. Die seltene Ligakarte von Mel. Ich habe meine mit auch bearbeitet und sind nebenbei. Sollte irgendwas passieren und du meine Hilfe brauchen, dann lass es mich einfach wissen. Alles Gute und übertreibt es nicht. Ja, noch eine Arena, die wir als nächstes machen müssen. Es gibt auch andere Orte, in denen tobende Dynamax-Pokémon die Unwesen treiben. Wir sollten so schnell wie möglich um sie kümmern. Wie es aussieht, müssen wir noch zwei Stadien vornehmen. Ja, vermutlich, dass wir noch zwei Stadien vornehmen müssen. Das nächste, was wir jetzt machen, ist Fairbelly. Das ist die nächste. So, Fairbelly, Fairbelly. Das müsste dann. Hier. Dieses Stadion sein. Genau. Fairbelly, halt. Fee-Pokémon. Hm. Nein, nicht. So, die brauchen wir immer nehmen. Fee ist schwach gegen Gift, das heißt, wir nehmen auf jeden Fall unser Bisaphone nach vorne.
Und damit sollte das nächste Stadion auch ein Kinderspiel sein. So, mittlerweile dürfte Bettis hier am Arenaleiter sein. Und da ist er auch schon. Hä? Ihr hier? Bettis, was ist mit den Dynamax-Pokémon? Ha, ihr dachtet ernsthaft, dass sie mir irgendwelche Pokémon, irgendwelche Probleme bereiten würden? Hier, an dem fehlenden Arenaleiter der absoluten Spitzenklasse? Ach stimmt ja, du bist ja jetzt Arenaleiter. Nur bei Spitzenklasse bin ich mir nicht so ganz sicher. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr hier seid, um mir zur Hand zu gehen? Nicht so gut, aber ein Trainer der absoluten Spitzenklasse braucht keine Hilfe. Ein einfacher Stark hätte es auch getan. Wir haben uns Sorgen gemacht. So einem unausstehlichen Arenaleiter kann die nächste Arena-Challenge hier Halter werden. Olivia hat mich hinter das Licht geführt und mir für ihre Zwecke missbraucht. Aber jetzt entscheide ich für mein Leben. Ich ganz allein. Und ich entscheide, dass wir beide auf der Stelle gegeneinander kämpfen. Okay, da nimmt gerade ein Dynamax-Pokémon mit einem Charger aus. Und du kommst nicht auf die Idee zu sagen, komm, wir machen das in den Putz. Fertig, nein, du willst kämpfen. Okay, dann kriegst du halt wieder auf, diesen, auf den Sack. Aber ich will ja kein Spielverderber sein, aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Meine Quizfrage konntest du damals auch mit kühlem Kopf beantworten. Steht kein Grund, jetzt die Fassung zu verlieren. Bettis hat eigentlich drei Dynamax-Pokémon gezwungen und euch somit gemissermaßen etwas zu dicht. Zusätzliche Zeit erkämpft. Außerdem lässt er sich nicht mehr von anderen bei seinen Entscheidungen beeinflussen. Wobei ich ihm schon ein Stück weit meinen Stempel aufgedrückt habe. Jetzt muss ich es erwähnen. Das haben sie wohl. Der 88 Jahre auf dem Buckel hat, wird ja bestimmt auch die ein oder andere nützliche Weisheit parat haben. Egal, es hat ja nichts mit Verfehler zu tun. Diese eine Entscheidung. Also los, lass mich nicht länger warten, kämpf mit mir. Na gut. Ich und meine Pokémon mussten wieder bei Null anfangen, doch die harte Arbeit hat sich gelohnt. Hiermit bekommst du eine exklusive Kostprobe davon, weil wir es gemacht haben. Gut, probieren wir es halt. So, wie viel ist die? Ah, Flopi war natürlich genau die Richtlinie. Okay, damit kann er tatsächlich den Gefühl ja, das Gift gegeben, das ich für ihn vorbereitet hatte. Scheiße. Dann gehen wir halt auf Libalo. Dann gehen wir halt auf Libalo. So, Volado. Guadua. Dann noch gemeinsam dieser Flur. Energieball hinterher. So, dann ist das Gold aber auch weg. Ja, genau, vom Trainer, vom Seher noch getroffen. Was? Das ist keiner, aber ich hab's gemacht. Ja,
neutral, klar. Das fliegt aber gut weg. Und das macht die hinterher. Luise 63. Müsste eigentlich auch krebssicher sein. Ja, mach du mal. Mach du mal. Pizza-Aura. Okay, der braucht natürlich doch was mehr. Gut. Ja, dann kann er doch nicht ganz ohne zu sein. Hat ein bisschen überfällt. Dann machen wir das einfach mit einer Geisterattacke. Ich weiß, dass ich die zwei Typen die Fee nach der Lage. Oh, das war schon. Dann haben wir bitte mal wieder an die Knie gezogen. Das kann ja nicht mehr. Ich bin noch ein Erinnerleiter. Ja, aber du hast tatsächlich ein bisschen Unschwierigkeiten gemacht, aber doch, irgendwie haben wir es geschafft. Gott sei Dank. Endlich kann ich dich auch als Champ anerkennen. Vielen Dank für diesen Kampf. So, es fällt mir schwer, das offen zuzugeben, aber du hast mir damit auch einige meiner Schwachstellen aufgezeigt. Ich werde an mir arbeiten und ein besserer Trainer werden. Ich frage mich, dass ich das Potenzial von vielen Pokémon vollends ausgereizt habe. Und die seltene Liga-Karte. Als Arena-Leiter ist es aber erstmal meine Pflicht, den Stall wieder auf Vordermann zu bringen. Dieser Pokémon kann vor allem pinker als der alte Pipi. Herrlich. Und von Papella, die kriegen wir direkt noch hinterher. Obwohl er nicht mehr in der Arena-Challenge teilnehmen dürfte, könnte Pettis sich einen Weg ins Turnier kämpfen. Er ist mit allem Wasser gewaschen. Das muss man ihm lassen. Ja, das stimmt wohl. Er hat seinen Weg irgendwo dann doch gemacht. So langsam verstehe ich auch, wie er es zum Arena-Leiter gemacht hat. Mag zwar manchmal meistens etwas anstrengend sein, aber Trainer hat es echt drauf. Ja, klar, er nimmt die Sache natürlich ernst. Ja, bei eurem Kampf war nicht zu übersehen, wie sehr er sich ins Zeug legt. Mit der massig Zeit zum Plaudern zu haben. Sollte ich euch gleich noch einen Tee aufsetzen? Ja, und einen Kuchen bitte noch. Kirschkuchen oder so. Schon kapiert. Du hast ja recht. Ja, da gibt's. So, muss ich jetzt mein Team wieder heilen oder habe ich. So, vorsichtig nur einschalten und den Dynamax-Pokémon die Unwesen dran. Das ist schnell hinter uns bringen. Ach, die haben. Das. Das Stadion ist schon fertig hier oder was? Okay. Gut, dann fehlen uns jetzt eigentlich tatsächlich, weil bei Ness geht's ja nicht. Und eigentlich nur noch das letzte Stadion in Class City. Das schauen wir dann mal in der nächsten Folge an.